Herzlich willkommen. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mir einen Spinning-Tisch gemacht habe. Im Prinzip das Pendant zum Wahoo Table Desk. Das Einzige, was ich dafür benötigt habe an Werkzeug, war einmal das Lineal, eine Säge und ein Akkubohrer-Schrauber. Die Tischplatte ist aus dem IKEA-Regal, eine Einlage. Und das Einzige, was ich wirklich gekauft habe, waren hier diese Bretter. Das waren zwei Bretter a 2,40 Meter und die sind 4 x 8 cm. Und ein bisschen schmaler hätte es wahrscheinlich auch getan. Wie habe ich es zusammengebaut? Also einerseits ein Brett von diesen 2,40 Meter habe ich genau in der Mitte geteilt und habe daraus die zwei Tischbeine gemacht. Und das andere Brett, die 2,40 Meter, habe ich dafür verwendet. Und so viel Holz braucht ihr auch ungefähr, um den Tisch zu bauen. Ich habe hier auf beiden Seiten so eine Auflage gemacht, auf der das Brett liegt, weil so ein IKEA, so ein Einlagenbrett von so einem Schrank ist jetzt nicht super stabil, aber wenn das auf einer größeren Breite aufliegt, dann kann man auch den Tisch vorne sehr stark belasten. Also der ist wirklich bombenfest. Da würde ich auch 50, 100 Kilo draufstellen. Passt. Hier dieses Brett zur Stabilisierung. Da würde ich an eurer Stelle darauf achten, dass ich das auf der Höhe mache, dass es über dem Reifen ist, so dass ihr den Tisch möglichst nah an euch heranziehen könnt. Und hier zur Stabilisierung habe ich im Prinzip eine L-Form gemacht, mit so einer Strebe hier nochmal so quer für die Stabilisierung. Ein bisschen gepfuscht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe das hier auf der Seite so gemacht. Und auf der anderen Seite so, mir ist es erst im Nachhinein aufgefallen. Der Nachteil an dieser Version ist, dass im Prinzip nicht das äußerste Teil des Tischbeins ist, so wie hier. Aber es ist egal, wie ihr es macht. Am Ende ist es beides ist gleich stabil oder stabil genug. Dann habe ich hier, das ist eben auch das Schöne, wenn man sich das selber macht, habe ich mir noch eine Mehrfachsteckdose dran gemacht. Hier mit dem einen kann ich die Ventilatoren anmachen auf Knopfdruck. Und mit dem anderen kann ich den Wahoo-Tisch und das Handy-Ladegerät dann sozusagen, nicht den Wahoo-Tisch, den Wahoo-Kicker anmachen, weil der hat ja keinen An-Aus-Knopf, sonst muss man den immer in die Steckdose rein- und rausstecken. Da die hier nicht genügend Power haben, oder schon gut, aber jetzt nicht genügend, wenn man richtig schwitzt, habe ich hier noch eine Fernbedienung und einen Standventilator, verlinke ich euch alles. Genau, und das ist ganz cool, ich bin ein bisschen zugsensitiv und das ist ganz gut. Die drei hier vorne haben nicht ganz so viel Power wie der und so können die in mein Gesicht blasen und ja, der Standventilator dann eher auf den Oberkörper. Und dann ist natürlich auch kein Zufall, dass der das da steht, wo es steht, nämlich direkt neben den Fenstern, weil ihr wisst ja bei Swift, die Leute warten nicht auf einen. Hier könnt ihr das Fenster während der Fahrt auf, zumachen, kippen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass hier auf dem Fensterbrett kann man noch Essen hinstellen und trinken und sich während der Fahrt verpflegen. Dann habe ich hier noch, ich weiß gar nicht, wie dieses Teil heißt, alle kennen es, das ist halt am Wahoo angeschlossen. Das habe ich hier in einen Blumentopf reingetan, weil das ist bisher immer auf dem Boden gelegen und da ist es halt dann doch durch den Schweiß irgendwie lag es ein bisschen im Wasser. Ich weiß, die Angst ist unbegründet, aber nicht, dass es kaputt geht und deswegen habe ich es jetzt da einfach in so einen Blumentopf reingetan. Und natürlich noch so ein bisschen so möglichst weit hinter den Fahrer, dass nicht so Spritzschweiß dahin kommt. Genau, das war es eigentlich schon. Ich bin in den Baumarkt ohne Plan gegangen, habe einfach zwei Lappen gekauft, das hat funktioniert. Ich schreibe nochmal ganz genau in die Beschreibung, was ich so hatte. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, Abo und so weiter. Es wird noch ein zweiter Teil folgen im Winter, wo ich mir dann noch einen Speaker hinmache und vielleicht noch einen Fernseher und. Aber es ist ja schön, es ist ja alles modular, man kann darauf aufbauen und so weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Ciao.